Ja, hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Leute, es ist endlich soweit. Samsung hat soeben auf der IFA in Berlin den Nachfolger des Galaxy Note, das Samsung Galaxy Note 2, vorgestellt. Ein Wahnsinnsgerät, 5,5 Zoll Display, unglaublich. Also ich fange am besten gleich mit der Hardware an. Wir haben wie gesagt ein 5,5 Zoll Super AMOLED HD Display mit 1280x720 Pixeln. Das ist etwas weniger als beim Note, daher vermute ich, dass man nun endlich auf ein AMOLED-Display mit Full-RGB-Matrix setzt. Und wenn das so stimmen sollte, dann wird das absolute Referenz im Smartphone-Bereich. Dann wird uns dieses Display umhauen, das kann ich euch garantieren. Das Gerät ist nur 9,4 mm dünn, also sehr, sehr dünn. Und es hat einen phänomenalen 3100 mAh starken Akku. 3100 mAh. Das ist nochmal 600 mAh stärker als noch beim Note. Also einfach phänomenal. Als CPU haben wir dieselbe wie im Galaxy S3, nämlich den Exynos 4412. Diesmal aber nicht mit 1,4, sondern mit 1,6 GHz. Ihr seht schon, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird der neue Benchmark-König, das wird für phänomenale Performance und phänomenale Zahlen sorgen. Ja, vom Design her ist es sehr, sehr nah am Galaxy S3 orientiert, dazu aber gleich dann noch mehr. Wir haben natürlich eine 8-Megapixel-Kamera, die auch Videos in 1080p aufnehmen kann. Wir haben satte 2 GB Arbeitsspeicher, also wie beim Note 10.1. Und das aber in einem Smartlet oder Smartphone, also einfach phänomenal. Die nächste gute News, es wird sofort mit Jelly Bean, also auf den Markt kommen, nicht mit Ice Cream Sandwich. Ihr müsst nicht lange auf ein Update warten. Der S Pen wurde außerdem überarbeitet, der ist jetzt etwas länger, soll noch besser in der Hand liegen und noch viel, viel tiefer ins System integriert worden sein. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Note 2 wird in einer Version mit 16 GB, in einer mit 32 GB und einer mit 64 GB Speicher erscheinen. Der Speicher ist natürlich Samsung typisch mit Micro SD-Karten erweiterbar und das Gerät soll ab Oktober 2012 in Deutschland verfügbar sein. Preise hat man noch nicht bekannt gegeben. Ich rechne aber wieder damit, dass es zu Beginn ähnlich viel kosten wird wie das originale Note oder das Galaxy S3, also zwischen 550 und 600 Euro für die Variante mit 16 GB. So viel also zur Hardware. Jetzt schauen wir uns gleich mal ein paar Bilder an. Ihr seht hier, also es wurde übrigens auch schon die Pressemitteilung veröffentlicht, das ist jetzt wirklich 100% offiziell. Farbe einmal Marble White, also in Weiß, sehr, sehr nah am Galaxy S3 orientiert, ihr seht es hier. Und dann noch in Titanium Grey, also das sieht bestimmt auch gut aus. Außerdem gibt es auch schon reale Aufnahmen hier von der Rückseite in Titanium Grey. Sieht meiner Meinung nach absolut geil aus, also da freue ich mich echt schon drauf. Und ja, hier noch ein Vergleich zwischen Galaxy S3 und den beiden neuen Notes. Also hier einmal in diesem Titanium Grey und hier einmal in Weiß. Sieht meiner Meinung nach echt geil aus. Ich weiß noch nicht, welche Farbe da echt besser aussieht. Bin ich echt mal gespannt. Also so viel dazu. Das Note 2 ist also nun endlich vorgestellt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, das ist der neue König im Smartphone-Bereich. Phänomenale Hardware. Es sieht auch noch gut aus. Endlich ist es da. Ich kann schon kaum den Oktober noch abwarten und freue mich echt schon auf dieses Gerät. Ja, ich hoffe, dass Samsung jetzt dann auch gleich noch was zum Jelly Bean Update für das Galaxy S3 sagt. Dazu wird dann auch sofort noch ein Infovideo folgen, wenn es neue Informationen gibt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffe, das Note 2 gefällt euch auch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.